Moin Jungs, da bin ich wieder. Also ich bin zwar nicht hier, sondern gerade im Urlaub, liege wahrscheinlich auf irgendeiner Liege unter Palmen und genieße die Sonne und das Meer, während ihr mein Video anschaut. Also ich hoffe zwar nicht, dass ihr mein Video anschaut, ich hoffe zwar auch für euch, dass ihr irgendwo da seid, wo ihr jetzt gern wärt. Also ich bin da, wo ich jetzt gerade sein will. Ja, ist das grammatisch korrekt? Egal. Auf jeden Fall, ich habe ein paar Videos vorprogrammiert, vorproduziert, damit ihr ja ein bisschen was anschauen könnt in der Zeit, wo ich jetzt nicht da bin. Und zwar heute möchte ich euch zeigen, wie man die Jobs unter der Map kreiert. Und zwar, das ist eigentlich super einfach, wie ihr das macht. Und das zeige ich euch. Also, ihr könnt es theoretisch mit einem Deathmatch machen, mit einem Rennen, mit einem Capture, mit einem Last Team Standing. Ich habe es probiert, mit einem Deathmatch einfach ein kleines zu erstellen, um es danach zu testen. Aber ich habe die Spawn-Punkte nicht auf die Container gebracht. Weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit gehabt, mir das komplett mal anzuschauen. Ich werde es auf jeden Fall nach meinem Urlaub machen und ich werde es auf jeden Fall dann spielen. Und wenn es Deathmatch auch gut ist, werde ich es natürlich auch dann hier in diesem Channel zeigen. Egal. Ich zeige euch auf jeden Fall, wie man unter die Map kommt und wie man dort Gegenstände platzieren könnt. Und ja, ich fange am besten einfach mal an mit dem Rennen. So. Dann machen wir hier mal ein Landrennen. Dann achso, die Location habe ich dir schon gezeigt, ich glaube nicht. Dann gehen wir mal auf Start, Karte, damit ihr seht, wo das ist. Das ist hier im Windpark. Und dann ist eigentlich super einfach. Das Schwierigste an dem Ganzen ist, den Auslöser zu platzieren. Achso, eins gibt es auch zu sagen. Hier gibt es ja die Windräder, die bewegen sich alle. Und hier haben wir so ein, ja, so ein Hobbit-Windrad. Das bewegt sich nicht, das ist starr. Und mit dem funktioniert es auch nicht. Also es muss wirklich ein Windrad sein, das sich bewegt. Dann nehme ich einfach mal hier dieses. Dann fangen wir an mit einem Auslöser, damit ich das euch zeigen kann. Zack. Dann gehen wir hier runter. Dann machen wir. Achso, ja. Maximale Spieleranzahl machen wir 2. Dann kann ich das übers hinstellen. So, dann machen wir Zusatzelement. Dann machen wir Hütten. So. Einfach nur zum Zeigen, wie es geht. Also ich werde euch jetzt keinen super Job hier präsentieren. Also dafür habe ich jetzt kurz vorm Urlaub keine Zeit mehr. Auf jeden Fall, ihr nehmt das Windrad, wo ihr hier seid, wo sich auch bewegt, und fahrt es mit der Kamera, also hier geht es ein bisschen weiter runter, und fahrt es mit der Kamera in das Windrad hinein. Zack. Und dann verschwindet das so. Und dann stellt ihr den Container hier so hin. So. Und dann drückt ihr ganz lang R2. Ihr zoomt so richtig rein, bis das Bild komplett schwarz wird, so wie jetzt. So, und jetzt wird es wieder weiß. Und dann könnt ihr auf der Minikarte links unten mal schauen, ob ihr euch bewegen könnt. In meinem Fall, ich kann es. Und dann sieht es eigentlich schon mal ganz gut aus. Das einzige Problem, was jetzt noch ist, der Container befindet sich noch, ja, überhalb der Karte. Und ihr seid unterhalb der Karte. Also müsst ihr ihn irgendwie da runterbringen. Und das macht, indem ihr ganz lang L2 drückt. Ganz lang L2. Und da ist er schon. Er ist im Moment noch rot markiert, das macht aber gar nichts. Das zeige ich euch, wie ihr das machen könnt, dass es nicht mehr rot markiert ist. So. Also es ist ein bisschen buggy hier unten. Die Container verschwinden auch manchmal. Wenn man die Kamera dreht, zum Beispiel jetzt Container weg, Container da, Container weg, Container da. Egal. Lasst euch daran nicht stören, wenn ihr ihn platziert habt und ihr seht ihn auf dem Bild nicht mehr. Er ist trotzdem noch da, also die verschwinden nicht einfach so. Ui, ich bin hier gerade blöd an der Kante. Ja, zum Zeigen reicht's. Auf jeden Fall, jetzt habt ihr im Moment... Ich möchte den Container sehen. Jetzt mit... Ich komme ja auch nicht weg. Ja, dann gehe ich einfach noch weiter runter. Das ist mir egal. Also mit R2 könnt ihr immer noch weiter runter. Immer weiter runter. Und dann holt ihr den Container mit L2 wieder her. Bewegt euch ein bisschen. So. Hey, das klappt ja super. Ich mach's einfach jetzt so. Kann ich wegzoomen, ohne dass er verschwindet? Nee, ich hänge hier die ganze Zeit fest. Ja, das ist der Vorführeffekt. Das hat sonst immer funktioniert. Okay, jetzt mal so. Der Container, seht ihr jetzt? Man kann ihn jetzt hier nicht platzieren. Er ist auch rot markiert. Aber da gibt es ja so einen kleinen Trick. Wenn ihr eine Taste drückt, dann könnt ihr die, ja, die Objekte alle in der Luft platzieren.
Und wenn ihr das machen wollt, müsst ihr L3 drücken, mit einmal antippen. Und dann seht ihr ganz, ganz, ganz weit weg da unten den Container. Oder halt zumindest mal einen Kreis, wo der Container ist. So. Und jetzt könnt ihr ihn auch platzieren. Jetzt ist er lila markiert. Und dann macht ihr zack. Jetzt ist er wieder zu weit oben. Dann drückt sie mit R3, könnt ihr immer die Objekte nach unten, ja, tun. Und mit L3 wieder nach oben. Okay, dann ein kleiner Tipp. Guckt, dass ihr nicht zu weit wegkommt. Ja, also das müsst ihr probieren. Also ich würde nicht zu sehr mit L3 und R3 rumprobieren, weil wie ihr seht, jetzt kriege ich den Punkt nicht mehr hin. Der ist irgendwie im Moment zu weit weg. Ja, jetzt müsste ich ewig lang suchen, bis ich den Container wieder haben würde. Dann markiere ich einfach den. Nee, es funktioniert auch nicht. Es sieht jetzt alles ein bisschen unprofessionell aus. Und ich muss euch ehrlich sagen, es ist auch im Moment auch gerade unprofessionell. Aber ihr wisst, wie ihr da runterkommt. Und ihr wisst auch, wie man die Container dann platziert, wenn man sie platzieren möchte. Ah, jetzt habe ich ihn wieder. Ja, ist schon wieder aufgetaucht, der alte Homo. So, und jetzt mit drückt ihr einfach wieder L3, ganz leicht. Zack. Und dann seht ihr, dass ihr es da unten hin verschwindet. Aus was für einem Grund auch immer. Und dann könnt ihr eure Container platzieren. Ich habe jetzt leider nicht Zeit, da wirklich jetzt mal ein Rennen draus zu machen oder ein Deathmatch. Deathmatch würde mich natürlich interessieren, das wäre natürlich der Hammer. Ja, auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Job kreieren. Lasst mich auf jeden Fall wissen, wenn ihr geile Jobs kreiert habt, weil die würde ich gern spielen. Und diesen Glitch habe ich beim King-JMK gefunden. Also, ich werde ihn auch unten in der Videobeschreibung markieren. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, wenn ihr noch mehr Sachen über den Rockstar Job Editor haben oder wissen wollt. Weil er macht viele Tutorials, zeigt euch so ein paar kleine Sachen, die vielleicht jemand, der viele Jobs bereits erstellt hat und nicht weiß. Auf jeden Fall vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. Er weiß jetzt nicht, dass ich Werbung für ihn mache. Also, könnt ihr euch da anonym auf diesem Kanal bewegen. Denn er erwartet euch nicht. Sigi. So, also, ich genieße weiterhin die Zeit am Strand. Also, die habe ich jetzt sowieso genossen. Ich kriege ja eh nicht mit, wenn ihr sie anschaut. Also, dieses Video, die Videos, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß. Morgen geht der Flieger. Nee, ich bin schon seit ein paar Tagen weg. Also, Jungs, macht's gut. Haut rein. Viel Spaß. Ciao, ciao, macht's gut.